Hey, hi, hallo zusammen. Wir freuen uns sehr, dass wir heute zwei Musterdörfer parat machen. Und wir sind gerade wieder zurück mit dem ersten. Ein Sketch-Move. Wir stoppen. Okay. Perfekt. Kannst du noch das putzen, ne? Und jetzt, der Stefan, machen Sie genau das, was ich mal gesagt habe. Ist gut, das sind Double Shots, die jetzt hier extrahiert werden. Wie wenn ich es ein bisschen gespürt habe. Einfach für den Kontrast. Und bei einem guten Team ist natürlich klar, es ist einer stärker beim Gießen und einer ein bisschen schwächer beim Gießen. Das wollte ich gerade fragen. Einer ist verantwortlich für den Bezug zu machen, für den Espresso zu machen, und der andere ist der Gießer. Ja, also es ist eben wie in einer Bar, dass du in eine Schlange reinstehst, dass du effizient arbeiten kannst. Also sehen wir das hier auf dem Screen, so sollte das aussehen. Jawohl, jetzt sieht man da schräg rein. Ich muss jetzt auch offen schauen, weil ich sehe, es ist schlecht oben drin. Und da sieht man auch, das hebt relativ lang. Also. Ja. So. So, die wow. Erste. Wow! Das ist trotz Zittern. Das ist jetzt das, was wir vorher besprochen haben. Da kommt auf einmal ein und haut so einen aus und dann denkst du, ah shit, der Kass. Das ist jetzt richtig, richtig, ja. Richtig stark. Ja, ah, wenn du so einen Teammember hast. Also wer das mal möchte probieren, vielleicht kommt man dazu, dass man das an einem Stand mal erklärt bekommt. Der Milo ist hinten beim Vasali-Stand. Wenn ich mich nicht täusche, x-fache Schweizer Meister. Dort kann man einen Haufen lernen und schauen. Also wenn man diese Chance mal nutzen will, kann man auch mal schnell ansprechen. Die Leute haben Zeit für das. Und wir kennen es alle, die es schon probiert. Oder all die YouTube-Videos, es sieht so einfach aus. Und dann stehst du selber in die Küche und dann kommst du so dermaßen auf die Welt. Wie schwierig das einfache Motiv sind. Und die Motive, die sie hier müssen dürfen machen. Hey, schau mal das an. Das ist richtig, stark. Richtig stark. Hey. Gut? Ja. Okay. Ja, das Vorteil ist bei YouTube, aber ich kann das 20 Mal probieren. Sorry. Und dann nehme ich den Schnitt, der am besten ist. Oder? Drückst du Stopp. Und sie sind jetzt wirklich live dran. Und, also das war jetzt das mit der Milch. Jetzt kommt die Milchalternative, wo man eben ein paar Tröpfchen ins Wasser tut, wo man auch aufschäumen. Und das verhält sich so ziemlich genau gleich wie eben Kuhmilch auch. Und das nächste Motiv wäre es jetzt mit dieser Milchalternativen gießen. Das Team von der Kaffeemacher innen. Redo Tassen, auch ganz wichtig bei so einer Challenge. Tassen natürlich für alle genau die gleichen, dass alle die gleichen Voraussetzungen haben. Ja, ganz genau, weil wenn easy. Du natürlich in ein Muchel rein da anfängst Rosette gießen, kommst du wahrscheinlich auf mehr, wie wenn ich es in einen kleinen Espresso Macchiato gieße. Wegen dem gleiche Bedingungen für alle. Und sich eben das Gießen vom Motiv sehr stark verändert aufgrund von der Tasse, die du hast. Absolut, ja. Also, da schauen wir dann wirklich, dass die Chancengleichheit da ist. Aber für daheim. Ich nehme an, jeder Barista hat sein Lieblingskändli, das er gießt, oder? Ja, wenn er nur eins hat, dann ist er. Eben, aber er hat 10, 15 aus daheim. Je nach Motiv
nehmen sie, je nach Motiv, nach Tasse, nehmen sie ein anderes Kännchen. Absolut, weil du brauchst einen anderen Spitz, dass du kannst reingiessen kannst. Das hängt dann einfach von der Tasse ab. Aber wenn ich eine tiefe Tasse habe, versuche ich auch tiefer reinzugiessen, damit ich früher anfangen kann. Und das verändert sich halt. Und diese Kännchen haben entweder breite Tülle, die haben entweder eine schmale Tülle, je nach der Vorliebe also von diesen Baristen. Das ist jetzt also der Milch, die Milchalternative, die gegossen wird. Und man sieht es, ist wirklich, wenn man es nicht wüsste, hat man das Gefühl, es ist Milch. Absolut. Und ja, wenn man es nicht wüsste, könnte man meinen, er würde nicht an einer Meisterschaft mitmachen, sondern einfach locker das einmal daheim geben. Und heim. So, großen Applaus. Das sind ja die Ersten, die wirklich durchgegossen haben, was vorhanden ist. Ich weiß nicht, wie gut man... Ah, perfekt. Da sind wir mit der Kamera voll drauf. Das ist ja richtig, richtig schlecht gewesen. Also, Stefan, vielleicht kannst du da mal schauen. Holy shit. Was davon jetzt du genau hier auch gegossen hast und wie lang? Und was glaube ich noch wichtig ist, man darf nicht nachher helfen. Oder? Man sieht manchmal schon Etching, sieht man dem, mit einem Zahnstocher oder irgendetwas noch ein bisschen nachkorrigieren, ist natürlich absolut verboten. Ich weiss jetzt nicht, wie das hier ist, es hängt ein bisschen vom Regelwerk ab. Bei der Barista, also bei der Latte Art Meisterschaften, ist das erlaubt. Weil du hast ein Signature-Bild, das zum Teil wirklich mit Tools kann arbeiten kann. Haben das gesehen? Ja. Gut, danke schön vielmals, Judges. Und dann nehmen wir noch schnell unsere Kaffee machen und reinführen. Nehmen wir das? Herren. Stark? 10 Millionen Euro-Frage, seid ihr zufrieden? Nein. Nein. Nicht zufrieden, warum Nein, nicht? Nein, es geht viel besser. Nur mal so eine ruhige Hand haben und dann... Weil es eben ein Unterschied ist, ob du daheim oder in Bude übst oder dann eben auf der Bühne, nehme ich an. Offenbar, ja. Aber ich meine, also eure ersten zwei Tassen, dort haben wir noch ein wenig Zeitdruck gehabt. Die sind ja fast... Also die sind okay. Die sind... Aber die anderen sind schlecht. Ja, das ist natürlich dann auf einmal zeitlang geworden. Dann hast du ein bisschen müssen... Irgendwo abkürzen, oder? Nicht, kann ich die volle Kurve rausfahren. Ja. Und wie sind sonst bisher in diesem Rennen? Ist eine kompetitive Sache, ist herausfordernd. Auf jeden Fall, aber ich glaube, wir sind ganz gut drin. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Also, das ist schön. Hoffe, und macht eigentlich Spaß. Super, das ist das Wichtigste.